Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier beim Beat Nerd mit mir Desart. Und heute gibt es so einen kleinen außerplanmäßigen Stream, weil ich eine kleine Aufgabe bekommen habe. Mal sehen, was daraus wird. Es geht um einen Beat, den ich nachbauen soll. Und ja, dann dachte ich mir, warum machst du nicht gleich mal einen Stream? Das heißt, wir fangen gleich an. So, da sind wir auch schon im Projekt. Ich habe schon mal angelegt. Heißt Beat R, Beat R, damit ich weiß, welcher es ist. Und hier ist praktisch das Ding, was ich nachbauen soll. Ich habe keine Ahnung, von welchem Song das ist. Ich werde auch den Anfang noch erstmal rausschneiden sozusagen, weil es geht erstmal um diesen Part hier, den ich nachbauen soll. Es ist so ein bisschen Reggaeton-mäßig und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Das erste ist, wir müssen uns ja jedes Element jetzt einzeln raushören, raussuchen und das so ähnlich wie möglich machen. Ja, manche Sachen hat man vielleicht nicht, aber wir bauen einfach mal. Und das Erste, was ich mache, ist, ich hole mir das Metering-Tool mit dem BPM-Counter und wir müssen ja gucken, was für eine Schnelligkeit das Ding hat. Okay, machen wir mal 128. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann checken wir gleich mal aus, so, ob der hier passt. Aber ich denke mal schon, die meisten von den Dingern sind ja auf 128 auch sehr gerade. So, genau, das passt eigentlich ganz gut. So, okay, das passt. Dann würde ich sagen, dass wir den erstmal nicht wirklich brauchen. Wir holen uns mal die Elemente raus. Das bedeutet erstmal, wir fangen mal an mit den Drums. Oder das ist ja fast nur Drums. Also da gibt es zwar so ein Synthi drin, glaube ich jetzt. Ja. Bum, bum. Ja, so ein Bass oder sowas. Aber wir fangen mal jetzt mit der Kick an. Reggaeton ist eigentlich von der Struktur her, finde ich persönlich, relativ easy. Wir müssen mal überlegen, welche Bibliothek wir nehmen für unsere Sounds. Ich glaube tatsächlich, ich nehme heute mal wieder die Bibliothek von Simon, weil die eigentlich ziemlich geil war, und zwar die Zweier. Und wir hören uns mal die Kick an. So, das war sie nicht. Habt ihr was gehört? Ich nicht. Ich glaube, ich muss meinen Sound hier umstellen. Wir schauen gleich mal. Ah, okay, mein Reference ist gar nicht an, sehe ich hier gerade. So, jetzt haben wir es an. Ja, das passt. Und jetzt gehen wir mal die Sachen durch. Den brauchen wir nicht. Ja, okay. Also, Kick. Ist noch eine Clap drunter. Okay, ziemlich in your face. Gucken wir mal. Nein. Das könnte schon eher sein. Das heißt, wir machen mal gleich die Battery auf und laden uns mal ein paar Sounds hier rein. Den finde ich ganz cool. Weiter geht's. Ja, finde ich auch ganz geil. Ja, den finde ich auch ganz gut. Okay. Wie gesagt, ich nehme meistens mal so 4 Sounds, ist so mein, oder 3 Sounds ist so mein Standard. Und dann bauen wir daraus was. Dann gehen wir mal, ja, ich würde sagen, wir bauen erstmal die Kick. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal, ich muss ehrlich sagen, zu meiner Schande, wenn hier jemand ist, der Ahnung davon hat, der kann mir ja sagen, wie man dieses STMP, normalerweise klicke ich hier rechts drauf und kann das hier ändern, aber irgendwie geht das nicht. Oder ich mache das anders. Ich mache es einfach so und bounce das nochmal in eine neue Spur raus. Ja, dann habe ich es auch. Passt. Okay, dann würde ich es nämlich gleich nochmal angleichen, dass wir auf dem, ich nenne es mal, richtigen Beat arbeiten können. Das kann ich auch jetzt schon gleich machen. So. Das wird die 1 sein. Den brauchen wir erstmal nicht. Wir fangen mal hier an und gucken mal, ob wir mit 128... Wobei, war das nicht gerade, das war doch, was war das, 28 oder
138. Jetzt bin ich gerade verwirrt, aber gar kein Problem. Wir checken das nochmal aus. Doch, war richtig. Okay, war richtig, war gerade echt ein bisschen weg. So, mal sehen, meine lustige Maus hier wieder, meine Magic Maus. Ich habe jeden Tag Probleme damit. Oder nicht Magic, ist halt das Trackpad. Okay, also hier haben wir die schöne 1. Das sieht man sogar auch. Ist 4 to the floor, Kick. Das passt ganz gut. Das heißt, wir lassen das so, nehmen unsere Kick hier. Wir wollen ab hier arbeiten. Wie gesagt, das Ding ist ja eh die ganze Zeit gleich. Das bedeutet, ich baue mir jetzt einfach hier diesen Part nach und dann gucke ich mal, was hier noch kommt. Aber wahrscheinlich gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Okay, dann würde ich sagen, das Erste, was wir machen, ist erstmal hier die Kick programmieren. Ja, passt eigentlich ganz gut. Okay. Dann werden wir meinen neuen Befehl hier mit der Apfeltaste benutzen. Geil. So, haben wir. Wir machen mal das Ganze zweitaktig. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das vollkommen reicht. Ich glaube, da kommt eh nicht so viel. Ja, jetzt können wir noch mal gucken. Finde ich ganz gut. Behalten wir das erstmal. Okay, dann das ist mir noch nicht ganz gerade, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, ich würde gerne noch hier, ja, damit es wirklich sehr, sehr gerade ist. Ansonsten habe ich dann später ein kleines Problem hier. Und hier machen wir das so, dass wir das auch wirklich cutten an der Stelle. So, weg ist er. Okay, das passt, glaube ich. Ja, die Kick ist höher. Die Kick ist höher als die, die ich habe. Was wir hier machen könnten, ist vielleicht das über EQs ein bisschen nochmal. Ja, die ist auch ein bisschen höher gestimmt, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, wir gehen mal hier auf den Pitch und gucken mal. Die Kick, haha. Okay, wir wollen es nicht übertreiben. Also ja, das ist erstmal nur so im Style. Also, aber es ist schon mal wichtig, dass die Kick zumindest in der Art ist. Die finde ich jetzt ganz cool. Das lassen wir erstmal alles so und bauen jetzt mal die nächsten Elemente rein. So, gucken wir mal, was wir noch haben. Machen wir mal die Claps. Auf der 2 und 4 ganz typisch. Ich glaube, das Schwierige, wenn überhaupt, wird der Bass sein. Also eine Sache zu finden, die sehr, sehr ähnlich dem ist. So, gucken wir mal. Ich fand den ersten eigentlich schon mal ganz gut. Auch ganz gut. Mal sehen, den Groove 1. Ne, der ist besser. Okay. Auch hier reicht mir erstmal. Dann, ich würde sagen, ich kopiere mir das einfach hier runter.
Und nehme hier die 1 und die 3 weg. Ja, das passt. Genau. Die Kick hier hat ein bisschen untenrum ein bisschen mehr Power als unsere, weil hier ist jetzt natürlich nicht mehr viel. Das heißt, die Power müssen wir uns dann später... guck mal. Wobei, wir nehmen es mal... Okay, das reicht erstmal. Das passt ganz gut. Okay, hören wir mal hier nochmal rein in die Clap. Okay, ich höre da... Ich werde jetzt nur so ungefähr das Ganze konstruieren. Später muss das sowieso nochmal ganz anders gemacht werden. So, nehmen wir mal hier ein Plate. Ja, reicht erstmal vollkommen aus für meine Zwecke. Okay, so, weiter geht's. Okay, dann... Okay, die ist gar nicht hier, höre ich gerade, sondern die ist hier. Gucken wir mal. Nee, liegt das davor. Na? Ja... Bin ich ein bisschen verwirrt, wenn wir selbst noch mal reinhören. Genau, wir nehmen mal nur diesen Part hier. Ah, okay, den brauche ich auch noch. Dann machen wir den ganzen hier. Ah, weg. Okay, hier ist noch eine Kick davor. Höre ich gerade. Mal so und... Dann sind die doch drauf, aber die Kick ist noch davor, würde ich sagen, oder? Wir schauen mal. Ja, und das Ganze hat noch ein bisschen ein anderes Feeling, sehe ich gerade. Vielleicht so ein bisschen Shuffle, muss ich mir gleich mal reinziehen. Ah, und dann ist noch so eine Art... Okay, den bauen wir uns auch kurz mal rein. Und zwar eine Hi-Hat. Ich mache mal hier als Add das Ganze. Und zwar so eine ziemlich offene, die so durch summt. Mal sehen, ob die die ganze Zeit durchgeht. Ah. Okay, mit einem Echo. Also das heißt, wir können es vielleicht so machen, dass wir nur einen nehmen. Okay. So, das bedeutet, wir holen uns hier mal irgendwie eine offene Hi-Hat. Open Hats. Ja, eher sowas. Nee. Ja, das ist sie. Das ist die... Offenheit unserer Wahl und jetzt machen wir da ein Reverb. Wir machen erstmal das Delay und lassen das auch so relativ in Vierteln. Ah ne, sorry, ist gar nicht das Tap Delay, sondern wir brauchen ein Echo. Und zwar in Vierteln und Feedback, ja, ist schon relativ lang, muss ich sagen. So, natürlich auf der. Na, was haben wir denn hier? Warum will der nicht? Na, haben wir denn hier was falsch gemacht? So, wir machen mal den hier zu. Jetzt höre ich irgendwie gar nichts mehr. Was ist da los? Ihr hört wahrscheinlich auch nichts mehr. Doch. Das passt alles, das passt.
Ah, klar, ich habe die Drums gemacht. Mann, manchmal ist wirklich mit diesen Gruppierungen echt anstrengend. Da kann ich euch Geschichten erzählen, dass ich gewisse Sachen nicht gehört habe oder und dachte mir, Alter, was ist denn da los? Und das ist irgendeine Spur, die noch auf Solo geschaltet ist, die auf Hidden ist. Ja, aber das ist mir ein bisschen zu viel. Eher sowas. Ist noch ein bisschen sehr hart, aber ist egal, wir nehmen das erstmal. Das heißt auch hier ganz softer Reverb drauf, damit wir hier ein bisschen so nehmen wir. Nee, der gefällt mir nicht. Ja, das nehmen wir mal. Gucken wir mal komplett. Ja, der darf aber noch ein bisschen länger. Okay, so, das klingt jetzt noch gar nicht so geil. Wir müssen noch mal gucken. Wir haben eine Sache, die jetzt noch. Okay, Da ist irgendein Geräusch, das ich noch nicht so richtig raushöre. Okay, da ist noch irgendwie so ein. Wir nehmen mal eine Snare, die wir da reinbauen an der Stelle. Ich glaube, das klingt so ein bisschen wie so ein Rim. Eher wie sowas. Das können wir ja nachher noch ein bisschen ändern, aber das hat schon diesen Style und den bauen wir uns jetzt. Nehmen wir das auch mal hier hin. Auf der C1 passt und das ist dann an dieser Stelle. Ja. Okay. Haben wir. Müssen wir mal gucken, das kommt jede paar Mal, glaube ich. Also können wir das hier eigentlich auch noch mal hier hinpacken. Ich glaube, das ist derselbe. Und hier hin. Dann kann er, glaube ich, kopiert werden. So. Dann die Kick bleibt doch auf der 1,4. So. Ich glaube, jetzt könnte das schon in die Richtung gehen. Hier fehlt uns noch was. Hier, das ist der, der uns fehlt. Okay, hier haben wir diese Bassbetonung. Aber ist die Frage, ob es diese Bassbetonung jetzt schon ist. Was uns auch helfen könnte, ist der EQ, um rauszufiltern, wo was passiert. Also bedeutet. Gucken mal hier. Okay, Kick. Dann machen wir ein bisschen länger, damit es nicht so komisch klingt. Okay, die Head brauchen wir noch. Also so ein treibendes Feeling. So, nehmen wir uns die Hi-Hat auch hier. Deswegen ist ganz wichtig, weil manchmal hört man gewisse Sachen nicht. Und aber raushören an sich ist schon mal eine ganz gute Idee von den ganzen Kramen. Deswegen ist Nachbauen tatsächlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Die klingt cool. Buch. Ja, klingt geil. Okay, haben wir. Und jetzt wird es interessant. Die müssen wir nämlich jetzt nachbauen. So. Jetzt hoffe ich, kriege ich das gut hin.
Dam, da, da, dam, dam. Mal sehen. Na. Schon wieder ein bisschen. So. Ja. Ja. Das ist sie. Okay. Also ohne den EQ hätte ich das jetzt, glaube ich, gar nicht so wirklich rausgehört, weil das gar nicht in meinem Kopf drin war. Aber gut, ich habe die Hi-Hat, da bin ich noch nicht dran gewesen. Okay. Haben wir. Okay, hören wir mal unseren ganzen Beat an. Ich glaube, langsam. Okay, klingt noch nicht so wie der, ich weiß. Keine Sorge, kriegen wir gleich noch hin. So. Okay, lassen wir. Holen wir uns mal den Sound. Ich habe noch ein paar Serum Presets letztens gekauft. Ich weiß gar nicht, ob wir den im Serum finden, aber wir hören mal rein. Was ist denn das? Wir checken einfach mal aus. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Aber wir gucken mal. So, der Init Sound. Ich glaube, das klingt schon so ein bisschen wie so ein Bass, aber wir gucken mal. Okay, hören wir uns erstmal rein, was für ein Grundton es ist. Das ist er. Okay, spielen wir mal ein. Was ist überhaupt hier? Ein G. Ja. Okay, reicht auch schon. Den müssen wir gleich nochmal extrem bearbeiten. Aber ich will zumindest schon mal hier das Ganze quantisieren. Das Ganze auf fester Anschlag. Dann nochmal auf feste Notenlänge. Okay, das klingt cool. Dann schauen wir mal, ob das jetzt so ungefähr klingt wie das. Das Ganze, das machen wir nachher, fühlt sich ein bisschen geschaffelt an. So ein bisschen. Das müssen wir gleich nochmal reinbringen. Oder das werden wir nachher machen. Aber erstmal will ich den Grundbeat. Ja, man merkt so ein bisschen dieses. Okay, da ist noch irgendwas anderes drin. Weil wir sind jetzt sehr, sehr gerade. Also ich glaube, das ist irgendwas mit der Kick, müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, da ist irgendeine Sache davor. Ja, das ist hier diese Kick, die davor ist, aber es ist eine andere Kick. Das heißt, wir holen uns mal nochmal irgendwie so eine andere Kick, weil die klingt hier, wenn sie doppelt gespielt wird, einfach nicht geil. Ja, wir nehmen mal vielleicht die hier. Oder nehmen wir mal die. Und zwar bauen wir uns diese Kick vor die andere Kick. Gucken wir mal. Das dürfte es sein. Muss die Kick natürlich noch ein bisschen leiser von der Velocity. Oder ein bisschen nicht so dynamisch. Okay, hören wir mal hier rein. Ja. Hören wir mal nochmal mit unserem
komischen Serum. Ja. Ja, das ist es. Jetzt haben wir es. Und der kommt, ich weiß gar nicht, ob der immer kommt. Wir gucken mal gleich durch. Nee. Ja. Ja, das ist es. Okay. Okay, kümmern wir uns ganz kurz mal um den Serum, dass der hier zumindest so ein bisschen in diese Richtung geht. Obwohl, so weit sind wir auch gar nicht weg. Ja, klingt noch ein bisschen komisch. Also erstmal auf jeden Fall tiefer. Ja, wir können ihn gleich nochmal vielleicht layern. Aber hauen wir mal tiefer rein. Und ein bisschen länger. Ja. Und man merkt hier schon, der ist viel zu gerade für diesen Beat. Das heißt, später müssen wir auf jeden Fall noch mal so ein bisschen an diesem Feeling arbeiten. Ja, weil es alles zu gerade geht gerade. Aber es gefällt mir schon ein bisschen besser. Wir gucken. Genau, der ist ein bisschen höher. Das heißt, wir könnten, ich überlege gerade, ob wir gehen mal ein paar Presets durch. Wir lassen uns mal inspirieren. Ah, das könnte schon in die Richtung, ja, der ist nur höher. Obwohl, na, nicht unbedingt. Er ist ein bisschen knackiger und kürzer. Das heißt, wir gucken mal vielleicht die Attack. Na. Ja, eher so. Noch ein kleines. Ja, das ist er. Und jetzt könnte man eigentlich auch hier auch so ein kleines bisschen Hall reinmachen. Wie gesagt, erstmal nur als Vorlage. Später werden wir den nochmal ändern. Nehmen wir mal ein Small Space Halle, und zwar die Small. Ja. Und der Knackigkeitshalber, weil das doch ein sehr wichtiges Element ist, will ich mal den Saturn reinmachen. Oh, da ruft jemand an. Sehr komisch, obwohl ich hier auf Nacht bin, können mich Leute anrufen. Wie kann das sein? Ja, kann man später noch ein bisschen knackiger machen. Okay, gucken wir mal, wie das Ganze, unser Ding, klingt. Okay, wie gesagt, das noch ein bisschen Shuffle kann später noch rein. Wir gucken mal, was noch drin ist. Das ist noch so ein Ton, so eine Art Plug-Sound, den holen wir uns auch jetzt rein. Der gleich am Anfang kommt. Könnte sogar sein, dass auch die Grundnote hier ist. Aber auf jeden Fall viel höher. Holen wir uns mal die hier rein. Und da habe ich auch schon eine gute Idee, welcher das sein könnte. Ja, bin mir fast sicher, dass es der ist. Lassen wir es mal drin und gehen mal auf unsere schönen Plug-Sounds. Ne, das ist er nicht. Vielleicht sogar höher. Ich habe das Gefühl, der ist noch ein Stück höher. Gucken wir mal. Ja, der ist auf jeden Fall höher.
Also R. Das ist es. Und ich glaube, ein ziemlich großes, großen Raum. Klingt noch ein bisschen anders. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir ballern mal hier richtig. Ah, sorry. Falsches Ding. Okay. Ja. Nur falscher Hall. Den dürfen wir, glaube ich, hören. Wir probieren mal hier irgendwas Größeres. Ja. Gucken wir mal hier noch mal rein. Mir kommt es vor, als wäre das noch ein bisschen höher, ehrlich gesagt. Wie so ein Ping. Ja, sogar so. Gucken wir nochmal. Ist zwar nicht derselbe Ton, wir können jetzt nochmal ein bisschen rumgucken. Vielleicht finden wir nochmal einen besseren Ton. Machen wir es mal so. Was merken wir uns? Ja, sowas, das ist mein Lieblings. Ja, eher sowas. Der darf ein bisschen später geändert werden, aber behalten wir mal den. Gucken wir mal, wie das klingt. Oh. Ich sehe, wir haben, glaube ich, unseren Serum hier geändert, aus Versehen. Oder haben wir? Oh ja, ich glaube, wir haben ihn aus Versehen hier geändert. Müssen wir also nochmal zum Bessen. Und nochmal gucken, welcher es war. Ich kann mich leider nicht erinnern. Finde ich geil. Den nehmen wir als Layer rein. Hab den ich hatte, glaube ich, schon gefunden. Aber ich wollte den noch mal hier als Layer. Nennen wir den mal Layer. So, und Serum. Das ist unser richtiger Bass. Und zwar glaube ich, wir hatten den hier. Okay, gucken wir beide. Ja, finde ich ganz geil. Okay, was kommt denn hier noch? Ja, da kommen noch so kleine, so irgendwie so in der Art Bongo-Sachen rein. Ich überlege, ob wir die nicht uns reinnehmen. Also man kann jetzt zwar 1:1 nachbauen, aber ich bin jetzt ein bisschen zu faul, um genau diesen jeden einzelnen Schlag da rauszuhören. Das heißt, was wir mal machen ist, Bongos, holen wir uns mal hier ein paar Loops rein und gucken mal, ob wir da was finden. Eine Conga irgendwie. Ja? Nehmen wir mal den hier, und zwar müssen wir den gut zerschneiden und das Ganze dann so ein bisschen aufteilen. Wir hören mal rein, was wir hier haben. Und zwar die setzen wir alle in die, diese ganzen Sachen setzen wir in die Pausen.
wo wir praktisch jetzt keine Groove-Sachen haben. Das klingt immer ziemlich geil. Okay. Und ich glaube, das war der letzte. Und dann, wie gesagt, werden wir die so ein bisschen verteilen. Und zwar machen wir das mal so, dass wir unseren Beat laufen lassen. Und diese Bongos dann einfach mal so ein bisschen verteilt reinsetzen. Gucken wir mal hier. Und ein bisschen lauter, sonst hören wir nicht. Ja, vielleicht hier ein. Der klingt ganz gut. Dann vielleicht hier noch ein. Gucken wir einfach genau schön in die Lücken. Ja, klingt ganz gut. Dann hauen wir hier noch mal was rein. Ja, das passt. Die können wir uns dann schenken, machen wir weg. Die müssen natürlich jetzt noch einfach ein bisschen zurechtgestutzt werden. Dann dürfen die natürlich auch noch mal schön, wenn ihr mal den Stereo, das Stereo Delay ist immer ganz geil. Ja, das klingt ganz cool. Gucken wir mal alles an oder hören uns mal alle unsere Sachen an. Ja, kriegt doch schon langsam Charakter. Der ist noch ein bisschen knackiger, aber man darf nicht vergessen, das ist ja auch alles gemastert und klingt halt ein bisschen fetter. Das heißt, das würde ich erst machen, wenn man sagt, okay, wir nehmen den Beat, für was auch immer. Hier ist noch was. Das ist noch ein Synthi. Und zwar an der Stelle ist einfach ein Synthi, der so ein reinhaut. Den holen wir uns auch noch rein. Kopieren wir uns unser Serum. Packen das hier rein. Wir müssen erstmal gleich nochmal gucken, was für ein Synthi wir hier nehmen. Ich weiß nicht genau, ob es derselbe Ton ist. Den müssen wir gleich nochmal raushören hier. Das heißt, wir machen es mal anders. Und zwar packen wir das mal hier hin. Und hören uns hier den raus. Ne, hier ist er gar nicht. Da ist er. Da ist er. Ja, gucken wir mal wieder in unserem EQ, dass wir den mal finden. Da. Jetzt müssen wir mal hier gleichzeitig ein bisschen spielen. Ach ja, wie das geht. Na gut, dann von mir auch aus wie auch wieder das G. Jetzt müssen wir noch gucken, wo der ist. Ich glaube hier so. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Nee, sorry. War gar nicht hier. Da ist er. Ja, der ist ein bisschen höher. Also der Ton, da können wir uns auf jeden Fall irgendwas anderes hier nehmen. Oh, sorry. Wir sind ja gar nicht auf unseren... Da, hier. So, nochmal. Ah, okay. Ist viel zu hoch. Auch gar nicht das. Ja. Wobei. Nee, ist tiefer. Gucken wir nochmal.
Holen wir uns einfach die Note hier rein mit einem anderen Synthi. Ziemlich geil. Ein bisschen mehr angezerrter, glaube ich. Ja, nehmen wir den. Und den können wir jetzt gleich noch mal ein bisschen anzerren. Und zwar benutzen wir da mal... Jetzt weiß ich gerade, warum habe ich hier beide? Jetzt habe ich schon wieder irgendwas falsch gemacht. Das war doch unser... unser Plug. Der muss natürlich auf die 1. Okay. So, das heißt, der... Jetzt haben wir ihn. Den zerren wir jetzt ein bisschen an mit dem, wir haben ja hier schon was drauf, aber wir nehmen nochmal den Decapitator von Soundtoys. Ich glaube, den finde ich ganz geil. Muss natürlich viel, viel leiser. Gucken wir mal, wie der klingt im Zusammenhang mit unserem kompletten Beat. Ja. Ja, das passt ganz gut. So, jetzt will ich noch, wir gucken mal, die Zeit ist schon fast wieder abgelaufen. Jetzt will ich noch mal zwei, drei Dinge, weil den werde ich heute verschicken und mal gucken, wie das aussieht. Also, ob wir hier was machen. Das bedeutet die Snare, wobei, ich überlege gerade, naja gut, die Snare mache ich mal ein bisschen in die Seiten. Also ich werde das ein bisschen drapieren, dass das zumindest, wenn man es hört, dass man sagen könnte, ja, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das weiterlaufen wird. So, machen wir das mal so. Snare kriegt auch hier noch ein bisschen mehr Punch. Ja. Okay, die Claps, die bleiben mittig. Das ist ganz gut. So, die Hi-Hat, die würde ich gerne ein bisschen auch laufen lassen gleich. Ah, wahrscheinlich mit dem Penman. Aber davor würde ich auch gerne ein kleines bisschen Reverb draufpacken, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Und jetzt holen wir uns den Penman rein. Ja, das klingt ganz geil. Was machen wir mit der Head? Wollen wir sie laufen lassen? Ja, lassen wir laufen. Lassen wir sie auch ein bisschen mit dem Penman hier so ein bisschen... locker von rechts nach links laufen. Ja. Jetzt hat es wieder meine Box rausgehauen. Ich weiß nicht, was mit dem Penman los ist. Tatsächlich habe ich gemerkt, dass da... jetzt höre ich hier auf der Box nichts. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Also da muss ich nochmal gucken. Also merkt ihr das? Ja, wenn ich raufgehe, höre ich hier die Box irgendwie knacken. Keine Ahnung, woran das liegt. Okay, lassen wir es jetzt mal so, wie es ist. Die Bongos, ja, die können wir auch noch mal ein bisschen spreaden. Die haben ja ein cooles Delay, aber mit dem Imager. So, machen wir auch hier wieder
Ah, hier brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Das so, so. Passt. Okay. Und bei den Viechern hier weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich machen wir das mal so, dass wir das Ganze in einen Spurstapel bringen. Machen wir mal Bass. Ja, obwohl es kein Bass eigentlich ist. Machen wir erstmal ein bisschen. Machen wir erstmal den Glühkompressor. Ich überlege gerade, welchen ich da nehme. Gucken wir mal hier, ob wir hier was Cooles finden. Nehmen wir den Glühmix. Ja, das passt mir. Wie gesagt, nur ganz wenig. Dann kriegt das hier nochmal einen leichten Spreader. So. Ganz leicht. Ah, hier den besten eigentlich nicht. Ja, geil. Okay. Hören wir mal komplett rein. Den können wir, ja, den lassen wir aus. Ja, man merkt, die Box ist wieder gar nicht da. Okay, übersteuert komplett, wie man sieht, ist aber erstmal gar nicht so wichtig. Ich glaube, wir müssen, wo war das? War das hier mit dem Penman? Ich glaube, hier hat der Stress gemacht. Okay, machen wir es mal anders. Und zwar bouncen wir den mal hier in place und hauen das Ding raus erstmal. Open Head. Ja, hier, also man merkt, es ist irgendein Problem. Also wenn man hier... Keine Ahnung, ich glaube tatsächlich, wir machen es mal anders. Und zwar werde ich das Projekt mal neu starten. Und dann gucken wir mal, weil eine Sache will ich auf jeden Fall noch machen. Und zwar würde ich gerne das Ganze nochmal pre-mastern. Das heißt, dass es ein bisschen fetter wird. Wobei, wir machen es anders. Wir machen gar kein, Isotop drauf. Ah, jetzt. Okay, ich habe ihn noch aus. Mal sehen, was passiert, wenn ich den jetzt anmache. Ah, jetzt geht's. Okay, ich will das Ding gar nicht mehr anfassen. Ich glaube, eine Sache hat noch gefehlt, weil da ist, glaube ich, noch ein Effekt. Hier. Hier haben wir noch was. Und zwar... Machen wir mal nochmal ein Serum auf. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das nicht wieder derselbe Ton ist, nur tiefer. Wir gucken mal. Das ist wieder derselbe Ton, nur tiefer. Aber, ich überlege gerade, wir haben noch hier den höheren, oder? Gucken wir mal. Hey, dann müssen wir mal gucken, weil das ist nicht derselbe Ton. Der aber tiefer, tatsächlich. Machen wir die mal tiefer. Ja, so ist es richtig. Okay, gucken wir nochmal. Dann haben wir, glaube ich, fast alle Elemente drin, die ich so brauche für das ganze Ding. Hier ist noch was. So ein würde ich fast sagen.
dann nehmen wir uns einfach irgendwie nochmal irgendwie einen coolen, irgendwie, wir gucken mal gleich. Ja. Muss ich mal gucken, wo der ist. Hier. Hier ist das Ding. Das heißt, wir nehmen uns mal, irgendwie so ein U-Add. Normalerweise könnten wir natürlich jetzt mal gucken, ob wir irgendwas in der Bibliothek finden. Ich habe aber eine Idee, und zwar suchen wir nochmal bei Simon. Und zwar, der hat hier so ein paar abgefahrene tonale Sounds. Ich will mal gucken, ob es das war. Das war es nicht. Die Kick wollte ich natürlich nicht. Was haben wir noch? Claps, Bonus-Melodies? Nee. Tones hatten wir gerade. Vox vielleicht. Ja? Also wenn das nicht perfekt ist gerade. Nehmen wir mal. Ich habe noch eine andere kleine Idee, die ich gleich reinmachen will. Bisschen zu hoch. Das Ganze können wir hier runter pitchen. Wir machen 2,12. Mal gucken, ob es auch funktioniert hat. Ne, dann machen wir es anders. Und zwar, wir bouncen es in place. Und das können wir jetzt runter pitchen. Einfach tiefer. Also wir machen es mal mit dem Pitch-Tool, weil ich nicht genau weiß, in welche Richtung ich das haben will. Also wie viele Töne. Das heißt, so, Mix. Ja, das passt ganz gut. Haben wir. Gucken wir mal, wo das ist. Genau, auch hier ein bisschen Space rein. Kleines bisschen Space. Der lassen wir den. Ich würde am liebsten jetzt nochmal ein bisschen Space Design. Nochmal den Penman reinmachen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass der mir gleich das Ganze zerschießt. Also lassen wir den mal. So, ja, der kann runter. Der ist egal. Ja, passt. Okay, das war's, glaube ich, auch schon. Dann hören wir uns mal das Stück nochmal rein. Ja, dieses Ö kann kürzer sein. Und jetzt wollte ich noch was reinbauen, und zwar habe ich noch eine geile Idee, das war es nicht, und zwar noch ein Audio zu nehmen und irgendwie so eine Art, ja, vielleicht noch mal so eine Art Shaker oder sowas, der ganz, ganz leise unten drunter läuft, und zwar die ganze Zeit, aber wirklich mega leise. Gucken wir mal. Können wir mal probieren. Muss ich mal ein bisschen lauter machen jetzt. Muss ich echt lauter machen. Ja, der gefällt mir. Ja, leider muss ich nochmal den Penman hier rausholen. Ich hoffe, der wird mir jetzt nicht hier weg. Hauen alles wieder. Passt. Okay, dann fällt man runter.
Ja. Ich glaube, das war es auch erstmal. Ich glaube, in dem ganzen Ding, das ist der Grundbeat. Ich glaube, danach passiert auch gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Wir hören mal rein. Wir hören mal komplett rein. Ja, passt. Also das können wir dann später nochmal rausbauen sozusagen. Aber was wir jetzt machen ist, wir hören uns den mal an und machen ihn mal ein bisschen fetter. Und zwar mit dem Shadow Hills Kompressor. Da will ich nochmal einfach ein bisschen mehr Power, damit die Person, die den Beat dann hört, sich denkt so, okay, das kann ich mir vorstellen. Also, dass das einfach am Ende dann geil klingt. Okay, wo ist der Shadow Hills? Der Shadow Hills, ich bin in der falschen Bibliothek. Da ist er. Da. Okay. Bauen wir mal hier auf Loudness. Na, ach so, ich habe ja nur ein Stückchen gebaut. Aha. Eigentlich könnte ich das hier jetzt cutten und komplett kopieren, mal ein paar Mal. So. Machen wir das mal ohne Ende und hier auch. Ich werde auch nur wahrscheinlich irgendwie eine Minute oder sowas rausschneiden. Maximal, um einfach das Gefühl, dass man weiß, ah, okay. Ich habe natürlich die ja nicht mitgenommen. Habe mich schon gewundert. So. Die Kick könnte noch ein bisschen. Eine Sache mache ich noch. Eine Sache mache ich noch. Und zwar die Kick könnte noch ein bisschen so eine Art Subkick unten vertragen, weil die mir ein bisschen zu dünn ist. Ja, ich glaube, das wird die hier sein, die ich mir reinnehme. Ja, genau. Und die muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen stutzen. Ja, weil man merkt hier, die hat keine Power und jetzt kommt der Bauch unten. So, mal sehen, wie das Ganze klingt jetzt zusammen. Ja. Ja, passt. Okay. Das heißt, das haben wir erstmal fertig gebaut. Ich bin gespannt. Ich werde das Ding mal abschicken. Mal gucken, was die Person dann sagt, ob es ihr gefällt, ob sie sagt, ja, damit machen wir weiter oder auch nicht. Dann werde ich es vielleicht für was anderes benutzen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, so Beats mal versuchen nachzubauen. Auch die Sounds so in der Art. Also man hat ja nicht alle Sounds und man hat auch sicher nicht alle Synthes. Aber dass man sagt so, okay, so vom Feeling. Später werde ich es noch ein bisschen anschaffeln, dass es noch ein bisschen mehr dieses Reggaeton-Feeling hat. Und ja, ich halte euch auf Laufenden. Viel Spaß beim YouTube-Channel. Daumen drücken, abonnieren und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.